Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Primer Calls. Ja, hier bin ich. Ich zeige euch die nächsten Sachen und ja, dann schauen wir mal. Ne? Ich habe mir hier so eine Säckchen geholt. Ich habe leider, ist die Verpackung weg, weil ich die schon benutzt habe. Ich glaube 2 Euro haben sie gekostet, 2 Paar. Und die finde ich ganz cool für Ballerinas oder für so eine Halbschuhe. Ich habe die auch gerade an und ja, die sind echt voll in Ordnung. Dann habe ich mir geholt, ja, ist es ein Top, ist es ein Kleid, man weiß es nicht. Also ich werde es wahrscheinlich als Kleid tragen. 7 Euro hat es gekostet und ja, das ist so ein Top. Und was steht da überhaupt drauf? Chase the boys, make them smile. Okay. Und das sieht ja irgendwie so total nach Sommer und Urlaub aus. Und das finde ich irgendwie voll cool. Das sieht so hübsch aus. Ja, ich bin immer so ein Freak, ich muss da immer reingucken. Es ist natürlich aus Polyester, aber klar, das ist so ein Trikotstoff. Aber es ist hier an der Seite wieder so weit ausgeschnitten und das heißt ja dann, dass man da ja nicht so mega doll drin schwitzen wird. Und ja, das ist echt zucker, zucker süß. Voll die schönen Sachen. Dann habe ich noch einen Top, so ein ähnliches hatte ich ja schon mit den Cupcakes, falls ihr das erste Video gesehen habt. Und das musste ich mir auch mitnehmen, weil da eigentlich auch mein Name draufsteht. Hat dann, glaube ich, auch wieder 6 Euro gekostet. Und ja, da ist ein Softeis drauf. Hallo, Leute, da ist ein Softeis drauf. Wie süß ist das denn, oder? Also ich finde es echt mega, mega, mega schön. Freue ich mich. Ich muss unbedingt die Sachen waschen, weil ich habe das Gefühl, dass mir das irgendwie alles so kratzt. Ist ja auch klar, ist ja auch pure Chemie, die da verwendet wird. Also immer schön waschen vorm ersten Tragen. Nicht nur bei Primark, sondern überall. Dann habe ich mir hier so ein BH-Bustier, wie heißt das denn? Ja, so ein Sport-BH geholt. Ich hatte schon mal einen bei H&M, der hat da 13 Euro gekostet. Und der hier hat nur 5 Euro gekostet und der ist irgendwie auch voll cool. Ich mag die voll gerne, vor allem unter diesen Tops kann man die tragen oder auch so, weil ich finde die irgendwie mega bequem. Und ja, finde ich total cool. 5 Euro. Warum habe ich nicht noch einen geholt? Und dazu habe ich mir die passende Sporthose geholt, die dann so aussieht. Und in der Hose hat man einen richtig krassen Knackarsch, ey. Also das sieht echt so gut aus. Richtig, richtig gut. 9 Euro kostet die. Und die hat hier hinten... Warum trötet hier einer? Was ist hier los? In the Hood. Hier kann man noch... hier ist halt so eine Tasche. Ich glaube, da kann man MP3-Player reinstecken. Oder, weiß ich nicht, Geld oder Handy. Wie auch immer. Und ja, das ist eine richtig coole Sporthose. Also Sportsachen hatten sie da auch richtig, richtig schöne. Ja, dann habe ich mir was geholt. Oh mein Gott. Hallo, ich drehe ein Video. Was tröten die denn da? Was richtig cool ist, habe ich mir geholt. Also ich finde es mega, mega cool. Bitte lacht mich nicht aus deswegen. Aber ich habe es gesehen und muss es einfach mitnehmen. Es hat 7 Euro gekostet. Und jeder... der genauso verrückt ist wie ich oder war oder jeder, der ein Harry Potter Freak ist, der wird mich jetzt verstehen. Und so, guck mal, ein T-Shirt mit Hogwarts, mit dem Wappen von Hogwarts. Voll cool. Slytherin und Gryffindor und Ravenclaw und Hufflepuff. Cool ist das denn? Was steht eigentlich da unten? Das hatte ich gar nicht gesehen. Draco, Dormins, Nungfam. Achso, das ist ja so ein Spruch. Wie cool ist das denn? Oder ich weiß nicht, das ist aber schon so eine Herbstfarbe. Ich hatte das an, also ich fand es irgendwie cool. Und ich meine, wer kein Harry Potter Freak ist, der weiß ja auch nicht, was das bedeutet. Also ich werde es auf jeden Fall tragen. Ich finde es cool. Das ist auch so schön lang geschnitten und ein richtig, richtig weicher Stoff. Und es ist sogar 100% Baumwolle. Also falls ihr Harry Potter Fans seid, dann müsst ihr mal bei Primer gucken. Die haben da auch noch 1000 andere Sachen. Aber wie gesagt, ich hatte meinen Freund dabei und der ist immer gar nicht so begeistert, wenn ich da anfange, mir irgendwelche Bambi-Sachen oder was gab es noch? So ein Disneyland-T-Shirt. Das hole ich mir heimlich. Ja. Dann ist es halt Harry Potter geworden. Na, hier habe ich noch so ein 3-Euro-T-Shirt mit America-Flagge und so.
voll gut. Ach, ich mag das so gerne. Dann habe ich noch einen Topf für 3 Euro. Der ist auch wieder irgendwas mit Amerika wahrscheinlich. Ich ja so ein Freak bin. Was steht da drauf? Florida. Ja, und das sieht so aus. Und ja, finde ich auch mega gut. Mega gut. Dann habe ich mir noch eine Jeggings geholt. Für 9 Euro. Wo kommen die Preise her, ey? Mir ist das irgendwie schon voll peinlich zu sagen, dass das alles hier so günstig ist. Aber die ist so cool. Die hier ist ein Gummi, ne? Ist ja eine Jeggings. Und die ist so bequem und die sieht voll gut aus. Und ja, ich mag die so doll. Richtig gut. Richtig, richtig gut, habe ich jetzt schon so oft gesagt, ne? Und dann habe ich noch zum Schluss noch so eine Socken. Ich hatte ja noch so eine dünneren. Was haben die kostet? 2 Euro. Und die sind halt so ein bisschen dicker. Und die kann man immer gebrauchen für so eine Halbschuhe oder so. Und zum Schluss habe ich noch ein Tuch. Wie süß ist das denn? Da sind Kussmünder drauf. Da habe ich gedacht, boah, das passt voll zu mir. Ich mag ja auch Lippenstift und so. Und dann habe ich das angeguckt und dachte so, die kosten ja meistens so 4-5 Euro. Und dann habe ich gesehen, oh, auf 2 Euro reduziert. Also ey, hallo, wie krass ist das denn? Ach, hätte ich mal noch eins gekauft, hätte ich euch verlosen können, ne? Aber vielleicht kriegt ihr die ja noch. Voll cool, oder? Finde ich süß. Ist zwar zu warm für ein Tuch, aber... Ha, ich war ja noch bei Thalia gewesen, kann ich euch ja auch noch zeigen. Da ich ja in 2 Tagen fliege oder jetzt schon im Urlaub bin, je nachdem, wann ich es hochlade, hatte ich mir noch 2 Bücher besorgt, die mir eine Arbeitskollegin empfohlen hat. Und zwar bin ich da wahrscheinlich schon hinterher, weil die Bücher waren vor einem Jahr gehypt. Crossfire. Ich war ja voll der Shades of Grey Freak gewesen. Und da letztens hat mir meine Arbeitskollegin erzählt, hast du auch Crossfire gelesen? Ich dachte, nee, ich mag das immer nicht, wenn dann irgendwie so eine Abklatschgeschichten kommen. Und sie sagt, nein, ganz ehrlich, ich mag es auch nicht, aber das war wirklich richtig, richtig gut gewesen. Und sie hat gesagt, das war sogar noch besser als Shades of Grey. Ja, dann muss sie es halt mal nehmen. Und ich extra wollte sowieso ein Taschenbuch, weil wegen Urlaub und so, dann will man ja nicht immer diese fetten Bücher mitschleppen. Und dann habe ich mir dazu, also wie heißt die erste heißt Versuchung, und dann habe ich mir noch Offenbarung, den zweiten Teil geholt, weil ich irgendwie voll Angst habe, kennt ihr das, wenn man das Buch dann zu Ende gelesen hat und ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich habe, dann will man ja eigentlich auch unbedingt gleich das nächste Buch weiterlesen. Also habe ich es mir vorsorglich auch noch mitgenommen. Ja, so. Das war der zweite Teil von meinem Primark Call. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, sagt mir mal eure Meinung zu Primark. Geht ihr da gerne hin? Findet ihr es gut? Also ich finde es gut, weil es ist einfach unglaublich, dass man so viele Produkte, vor allem Textilien, so günstig kriegt und dass die modisch so top aktuell sind. Also da sind die schon wirklich einzigartig mit dem Konzept, ne? Also ich glaube nicht, dass es sowas nochmal gibt. Also sie sind ja wirklich modisch sowas von up-to-date, da kann man echt, ich weiß nicht, wie die das machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mal so ein Video zu diesem Thema haben wollt, so eine Produktion und was halte ich davon, was halte ich von verschiedenen Unternehmen, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wenn nicht, dann nicht. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und bis bald.